nimm dieses Geld und diese Briefe, Reinhold. Ja, gnädiger Herr. Du tätest mächtig klug daran, mein Bester, ehe du ihn aufsuchst, nachzuforschen, wie wohl sein Betragen ist. Ja, gnädiger Herr, das hatte ich vor. Weiß Gott, sehr gut gesagt. Pass auf. Erst fragst du, was für Dänen in Paris sind und wie und wer wovon und wo sie leben. Und wenn du hintenrum durch diese Fragen erfährst, dass sie Laertes kennen, bohrst du nach. Tu so, als seist du fern mit ihm bekannt, so wie ich kenne seinen Vater, seine Freunde und auch ihn zum Teil. Kannst du dir das merken, Reinhold? Wortwörtlich, gnädiger Herr. Ihn zum Teil. Jedoch, so fährst du fort, nicht gut. Doch wenn es der ist, den ich mein, dann ist der wild und diesem oder jenem zugetan. Und dann hängst du ihm Sachen an, was dir so einfällt. Naja, nichts Schlimmes, das ihn Schande brächte, darauf achte. So ganz normale, wilde, wüste Sachen, die sie junge Leute in der Freiheit treiben. Wie etwa spielen, Herr? Ja, oder fechten, fluchen, raufen, saufen, rumhuren. So weit kannst du gehen. Das ging an die Ehre, gnädiger Herr. Gott, nein. Es kommt drauf an, was du draus machst. Du sollst nicht wirklich übel von ihm reden, als wäre er widerlich und ohne Maß. So meine ich's nicht. Wie feine Fehler freien Sinnes. Der Überschwang des ungezählten Blutes, wie es jeden manchmal überkommt. Aber mein Herr... Weswegen du das tun sollst? Ja, gnädiger Herr, das wüsste ich gern. Ei, Bester, also hier mal Hintersinn. Und dieser Kniff ist statthaft, wie ich denke. Wenn jeder Gegenüber, den du heimlich aushorchst, den jungen Mann bei vorbenannten Sünden sah, dann sei gewiss, pflichtet er dir zwangsläufig bei. Mein Bester oder Verehrter oder Freund, je nachdem die Anrede und Titulierung bei Land und Leuten üblich ist. Monsieur, mein Herr. Wie? Ach so, ja. Und dann, tut er dies. Was wollte ich gerade sagen? Beim Sakrament, ich wollte doch gerade etwas sagen. Wo war ich stehen geblieben? Bei pflichtet dir zwangsläufig bei. Bei pflichtet dir zwangsläufig bei. Ja, zwangsläufig pflichtet er dir also bei. Ich kenne den Herrn. Ich sah ihn neulich erst. Oder dann und dann mit dem und dem. Und wie ihr sagt, da spielte er. Da war er sturzbetrunken. Oder... Ich sah ihn in ein Haus der Freude gehen, will sagen, ein Bordell und mehr dergleichen. Und so, siehst du? So fängt sein Köder Lüge uns den Karpfen Wahrheit. Und wir, gewitzt und voll Voraussicht, finden so auf Umwegen den Weg. Und du kommst meinem Söhnchen auf die Schliche. Du hast mich doch verstanden, oder nicht? Ich habe, Herr. So lebt denn wohl und gute Reise. Mein bester Herr. Und mach dir auch dein eigenes Bild von ihm. Das werde ich, Herr. Und dass er die Musik ja fleißig übt. Gewiss doch, Herr. Vater. Ophelia, was gibt's? Vater, ich bin so erschrocken. Wodurch, um Himmels Willen? Als ich in meiner Kammer nähte, auf einmal Prinz Hamlet mit ganz aufgerissenem Wams, kein Hut auf seinem Kopf, die Strümpfe schmutzig und losgebunden auf den Knöchel hängend. Bleich wie sein Hemd und schlotternd mit den Knien. Mit einem Blick von Jammer so erfüllt, als wäre er aus der Hölle losgelassen, Grollkund zu tun. So tritt er vor mich. Verrückt, was Liebe? Ich weiß es nicht, jedoch ich fürchte ja. Und? Was hat er gesagt? Er greift mich bei der Hand und hält mich fest. Dann lehnt er sich zurück mit langem Arm und mit der anderen Hand so überm Auge betrachtet er wie prüfend mein Gesicht, als wollte er es zeichnen. Lange steht er so. Dann schüttelt er ein wenig meine Hand, wiegt dreimal seinen Kopf erst hin, dann her, zieht einen langen, bangen, tiefen Seufzer, als wollte es ihm den ganzen Leib zersprengen und ihm das Leben enden. Darauf lässt er mich los. Und über seine Schulter ganz den Kopf zurückgedreht, scheint er den Weg zu finden ohne seine Augen. Denn ohne hinzusehen, geht er zur Tür hinaus und wendet bis zuletzt den Blick auf mich. Sag, gabst du ihm denn kürzlich harte Worte? Nein, Vater, nur wie du befahlst, wies ich die Briefe ab und ließ sie nicht in meine Kammer. Und das hat ihn verrückt gemacht. Das ist die Schwärmerei der wahren Liebe. Oh.
Verflucht sei meine Eifersucht. Ich dachte, er wollte nur mit dir spielen, dich verderben. Komm mit, das muss sogleich der König wissen. Es brächte uns mehr Leid, die zu verstecken, als die erkannte Liebe aufzudecken. Da kommt Polonius. Seid uns gegrüßt. Ihr wart noch stets der Vater guter Nachricht. War ich's, mein Fürst? So denk ich, dass ich jetzt den wirklich wahren Grund von Hamlets Leid herausgefunden habe. Oh, sprecht davon, das wünschen wir zu hören. Mein Fürst und gnädige Frau, euch vorzuhalten, was Majestät sein soll, was Pflicht wohl ist, warum der Tag sei, Nacht die Nacht und Zeit die Zeit. Das hieße nichts als Tag und Nacht und Zeit verschwenden. Darum, und weil die Kürze ja des Witzes Würze ist und äußeres Geschnörkel nicht als Langeweile, fass ich mich kurz. Ihr nobler Sohn ist irr. Irr? Irr nenn ich's. Denn will man Irrsinn definieren, was wär's, als was man sonst nicht ist als irr. Jedoch genug hiervon. Mehr Inhalt, weniger geistreich sei. Madame, ich schwör's, ich nutz nicht den geringsten Geist. Irr ist er, das ist wahr. Ist wahr und schade, dass es wahr ist. Ein albernes Wortspiel, also lass ich das. Denn ich soll ja nicht geistreich sein. Irr ist er also, das steht fest. So bleibt dennoch, dass wir ermitteln den Grund des Effekts. Nein, richtiger des Defekts. Denn dieser Defektiv-Effekt hat Grund. Das steht noch aus. Das ist, was noch fehlt. So hört, ich hab ne Tochter, hab, solange sie mein. Denn oft verlieren wir, was wir sicher wähnen, die mir in schuld'gem Gehorsam seht, dies hier gegeben hat. So folgert und reimt es euch zusammen. An die himmlische Abgöttin meiner Seele, die vollkommende Ophelia. Das ist ein schlechter Ausdruck, ein übler Ausdruck. Vollkommen ist ein ganz gemeiner Ausdruck. Aber hört nur weiter. An ihren hervorragenden weißen Busen diese Zeilen und so weiter und so weiter. Ist das von Hamlet? Geduld nur, gnädige Frau, hört erst zu Ende. Zweifle an der Sterne Feuer, zweifle an der Sonne Bahn, Wahrheit sei dir nicht geheuer, doch zweifle meine Lieb nicht an. O liebste Ophelia, ich bin nicht geübt im Versmaß und weiß keinen Reim auf meine Seufzer, aber dass ich dich über alles liebe, o Allerliebste, das glaube mir. Adieu, der Deine auf ewig, Hamlet. Dies hat meine Tochter mir mit gutem Betragen angetragen und mir vorgetragen, wie, wann und wo es sich zugetragen hat. Und hat sie ihn erhört? Was denken Sie von mir? Dass Sie ein Mann von Treu und Ehre sind. Als solcher würde ich mich gern erweisen. Doch was dächten Sie, hätte ich bei dieser Liebe nur stumm zugeschaut? Was dächten Sie? Nein, ich schritt selbst zur Tat und ich beschwor mein junges Fräulein, Prinz Hamlet ist ein Fürst, zu hoch für dich, dies darf nicht sein. Und dann schrieb ich ihr vor, dass ich sich seinem Betragen streng verschließe, nicht Boten zulässt, noch Geschenke nimmt. Sie nahm sich meinen guten Rat zu Herzen. Woraufhin er, verstoßen, um es kurz zu machen, in Traurigkeit verfiel, dann in ein Fasten, drauf in Schwindel, dann in Schwäche, dann in Schlaflosigkeit und über diese Stufen in jenen Irrsinn, der ihn jetzt verwirrt und uns betrübt. Denkst du, dies ist? Das kann schon sein, sehr möglich. Habt ihr je schon erlebt, dass ich mit Zuversicht gesagt, so ist es? Nicht, dass ich wüsste. Und es dann anders sich erwies? Trennt dies von dem, wenn es sich anders zeigt. Wenn eine Spur mich leitet, will ich finden, wo die Wahrheit steckt und stecke sie auch tief im Mittelpunkt der Erde. Vielleicht lässt sich's etwas näher prüfen. So hört. Er geht wohl Stunden auf und ab hier in der Galerie. Das tut er wirklich. Da lasse ich meine Tochter auf ihn los. Ophelia.
Da lasse ich meine Tochter auf ihn los und sie und ich stehen hinter einem Vorhang und sehen zu. Wenn er sie nicht liebt und nicht darum den Verstand verloren hat, will ich nicht mehr länger Minister sein, sondern lieber Acker bauen und Pferde halten. Das sollten wir versuchen.